Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Mein Name ist Lars Bobach, ich gebe Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Und ich habe heute den Robin mal wieder zu Gast. Hallo Robin. Hallo. Schön, dass du da bist. Der Robin, den habe ich reaktiviert. Nicht, dass er euch wundert, der hatte sich hier ja schon mal verabschiedet in den Frag Lars Folgen, aber ich habe Hilfe gebraucht und da war er wirklich so nett, hat gesagt, ich springe nochmal ein, das finde ich wirklich super, danke dafür. Immer gerne. Auch an dieser Stelle. Und von euch bestimmt auch ein Dank an Robin, weil er macht das ja immer ganz klasse. Okay, ja, genau. Wir haben Frag Lars dieses Jahr, also 2019, ein bisschen neu strukturiert. Wir haben gesagt, es gibt Schwerpunktthemen für den Monat und wir haben jetzt Februar 2019 und jetzt ist das Schwerpunktthema Meistertask. Seht ihr auch hier an diesem Aufkleber. Aber ich kann den jetzt nicht jeden Monat wechseln, aber in diesem Monat passt der Aufkleber auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob GoodNotes Aufkleber hat. Müsste ich mal fragen. Ja, genau. Nämlich nächsten Monat im März geht es um das Thema GoodNotes. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail an fraglars@larsbobach.de und im März beantworten wir dann die Fragen zu GoodNotes. Also jetzt aber diesen Monat noch Meistertask. Und wir haben heute das Schwerpunktthema. Was ist das, Robin? Es geht generell um die Bedienung von Meistertask. Ne? Mhm. Also wenn Fragen zur Bedienbarkeit sind, dann klären wir die heute. Ah, okay. Super. Ja, wollen wir direkt loslegen mit der ersten Frage, würde ich sagen. Alles klar. Die Frage ist von René. René. Hallo Lars. Ich verfolge mit Freude deine Videos und deine Podcasts und habe seit kurzem Meistertask mit meinen Arbeitskollegen ausprobiert. Im Allgemeinen bin ich sehr angetan von dem Programm. Mich stört nur, dass man bei der App auf Smartphone oder Tab keine Push-Benachrichtigung einstellen kann. Oder habe ich da was übersehen? Die Benachrichtigung per Mail habe ich ausgeschaltet. Das überflutet nun mein Postfach. Gibt es da irgendeine Möglichkeit oder kommt da vielleicht was bei der nächsten Version? Also ich bin generell kein Freund von Push-Benachrichtigungen. Du kannst dir so einen App-Zähler einstellen. Das heißt, auf der App, auf den iOS-Geräten wird der Zähler dann hochgezählt, je nachdem, wie viele Aufgaben du da drin hast, die dir zugeordnet sind und fällig sind. Da bin ich aber überhaupt kein Freund von. Und von Push-Benachrichtigungen schon mal gar nicht. Also die würde ich auch ausstellen, wenn man sie ausstellen könnte, aber sie gibt es ja nicht und das ist auch gut so. Ich bin ein Freund davon, dass man, wenn man fokussiert an was arbeitet, dann nicht durch irgendwelche Push-Benachrichtigungen irgendwie rausgeholt wird aus dem Thema, sondern dass man dann dabei bleibt und sich dann irgendwann, wenn man mal wieder Zeit dazu hat, mit dem Thema zu beschäftigen, dann in Meistertask reingeht und dann nochmal guckt, was ist denn da jetzt Neues aufgelaufen, was muss ich machen. Das ist ja das Gleiche im E-Mail-Programm auch. Wenn ich jetzt im E-Mail-Programm lasse ich ja auch nicht die ganze Zeit geöffnet oder sollte ich auf keinen Fall die ganze Zeit geöffnet lassen, weil da werde ich ja auch wieder durch jede E-Mail abgelenkt und das ist schlecht. Also nutzt das, dass ihr da Ruhe bekommt, arbeitet in Ruhe, fokussiert an euren Themen und wenn ihr dann Zeit und Lust habt, geht dann nach Meistertask oder auch in die E-Mail-App und guckt dann rein, was da aufgelaufen ist. Und selbst so ein App-Zähler, was interessiert es mich, wenn ich an irgendeinem wichtigen Ding arbeite, was in der Zeit dafür Notifications oder irgendwas bei Meistertask auflaufen? Das kann ich mir doch danach angucken. Ich muss da jetzt erstmal im Tunnel bleiben und fokussiert an der Sache arbeiten. Also, ist sicherlich nicht das, was du hören möchtest, aber ist ein wirklich guter und wichtiger Tipp, glaube ich. Die nächste Frage kommt von Hans-Georg. Hallo Lars, wie und wo komme ich an die deutsche Version von Meistertask? Relativ einfach, also iOS-Geräte, iPad, iPhone aus dem deutschen App-Store runterladen, dann hast du die deutsche Version. Wenn du es im Browser nutzt, da kann natürlich Meistertask erstmal nicht wissen, was du da benutzt. Da kannst du es unter Einstellung, unter Sprache und Region heißt das, glaube ich, unter Einstellung, kannst du einstellen, dass du Deutsch nutzen möchtest als Standardsprache. Ne? Also im Browser musst du es einstellen, iOS-Geräte, Apps oder so, auch jetzt für Mac zum Beispiel gibt es ja auch eine App, würde ich nicht unbedingt einsetzen, kann ich auch später gerne mal erzählen, warum, vielleicht in einer anderen Folge, vielleicht kommt ja auch die Frage noch. Ich würde immer, wenn ich auf einem Rechner arbeite, Laptop oder PC im Büro, immer im Browser arbeiten und da kannst du es unter Einstellungen, Sprache und Region kann man einstellen. Gut. Die nächste Frage kommt von Philipp. Hallo Lars. Ich nutze seit einem halben Jahr Meistertask und bin sehr zufrieden mit den Funktionen der App. Allerdings stört mich ein Feature, und zwar die Erinnerungsfunktion. Wenn ich einer Aufgabe ein Fälligkeitsdatum zuweise und die Benachrichtigung aktiviere, erhalte ich auf meinen iOS-Geräten zwar eine Benachrichtigung, aber keinen Benachrichtigungston. Hast du gegebenenfalls eine Idee, woran das liegen könnte? Meines Wissens sind alle Einstellungen korrekt.
Und bei anderen Apps, zum Beispiel Evernote, funktioniert das mit den Benachrichtigungen einwandfrei. App und iOS sind auf dem neuesten Stand und das Meistertask-Support-Team weiß auch nicht weiter. Wenn irgendwer da noch den Durchblick hat, dann du. Liebe Grüße und vielen Dank für deine zahlreichen Tipps. Oh Mann, was habe ich denn hier für einen Ruf, Robin? Ja. Sag mir das mal. Du bist ja Profi. Ich bin ja so der Tech-Nerd oder was, um Gottes Willen. Also, da kann ich nämlich nur anschließen zu dem, was ich ganz am Anfang zur ersten Frage gesagt habe. Schalt das bitte aus. Ich weiß auch nicht, warum das so ist und wie man das einstellt. Keine Ahnung. Was ich jetzt aber gehört habe, unter iOS kann man anscheinend Push-Benachrichtigungen einstellen. Ja. Das scheint da zu gehen. Im Browser geht es anscheinend nicht. Okay, ihr seht da, ist es wichtig, wenn ihr Fragen dann dazu Meistertask stellt, schreibt bitte rein, wo ihr das benutzt. Also ob ihr mit der App im Browser arbeitet oder iOS-Gerät. Wichtig, weil die sind ganz unterschiedlich. Auch vom Funktionsumfang sind die nicht alle identisch. Aber hier nochmal zu dem Bing ausschalten. Und da es gar nicht funktioniert, ist es ja umso besser. Du musst es gar nicht ausschalten. Nein, aber Spaß beiseite. Benachrichtigung, mach die aus. Du arbeitest, ich stelle mir das jetzt gerade vor, du arbeitest an irgendwas Wichtigem, ja, was weiß ich, ein Konzept oder sowas, vielleicht ein wichtiges Angebot oder irgendwas und dann möchtest du mit einem Bing da rausgerissen werden, nur um zu wissen, dass dich da einer Menschen gemacht hat. Dann guck doch lieber danach automatisch mal rein und guck, was in der Zeit da passiert ist. Aber nicht mit dem Bing rausreißen lassen. Okay. Bing. Nächste Frage kommt von Ralf. Ralf. Hallo Herr Bobach, ich arbeite und beschäftige mich schon eine Weile mit Trello, da es für mich sehr viel Potenzial hat und obendrein sich bereits mit der kostenlosen Version sehr viel abdecken bzw. realisieren lässt. Jedoch, was mich sehr an Trello stört und ich als entscheidenden Nachteil sehe, ist, dass wenn man sich ein Board in mühevoller Kleinarbeit mit unendlich vielen Arbeitsstunden erarbeitet hat und man es dann öffentlich mit nur Leserechten zur Verfügung stellen möchte, kann man nicht verhindern, dass sich dann Hinz und Kunz eine kostenlose Kopie des gesamten Boards zu seiner freien Verfügung machen kann. Jetzt meine Frage. Ist es möglich mit Meistertask, das Kopieren von geteilten Boards zu verhindern? Leider kenne ich Meistertask noch nicht. Viele Grüße und vielen Dank für Ihre Antwort. Nee, also diese Einschränkung gibt es auch nicht. Ich frage mich aber die ganze Zeit, Robin, was meinst du, wofür braucht man das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also mir fällt auch gerade... Also wenn ich das mache und dann veröffentliche und öffentlich zur Verfügung stelle, wieso soll man das denn dann nicht kopieren können? Also, ja, fehlt mir die Fantasie gerade. Generell nein, das kann man auch bei Meistertask nicht einschränken. Gut. Dann noch eine Frage, diesmal von einem anderen Philipp. Lieber Lars, ich schaue mir regelmäßig deine Infos an und konnte schon oft von deinen guten Tipps profitieren. Eine Frage im Zusammenhang mit Meistertask. Ich habe ein größeres Projekt in Arbeit und benötige dazu einen zweiten Teil, den gleichen Namen mit Zusatz, für eine Zusammenarbeit mit einem Verlag. Ich möchte nun, da das Ganze sonst zu groß und unübersichtlich wird, das Unterprojekt als eigenes Projekt einfügen. Das Wichtigste, beide Projektnamen sollten der Übersichtlichkeit wegen untereinander stehen. Habe versucht, dieses Projekt unter das andere zu schieben, schafft es aber nicht. Um es zu veranschaulichen, habe ich einen Screenshot beigelegt. Den können wir hier leider nicht zeigen. Okay. Aber die beiden Sachen sollen untereinander stehen. Wie bekomme ich das hin? Also, wenn du mit der iPad-App arbeitest, kannst du einfach mit einem langen Druck in dem Dashboard das Projekt nehmen und an jede beliebige Stelle schieben. Also das geht ohne Probleme. Also auf dem iPad gar kein Thema. Also ganz einfach langer Druck drauf und dann kannst du es nehmen und an jede beliebige Stelle schieben. Was vielleicht schön ist für dich, es gibt ja Projektgruppen, ich weiß nicht, ob du die kennst, du kannst ja Projektgruppen einrichten, wo du die auch nochmal zusammengruppierst. Das nutze ich sehr stark, weil ich sehr unterschiedliche Bereiche habe, mit denen ich arbeite und wo ich dann die entsprechenden Boards dann in diesen Projektgruppen zusammenfassen kann. Das finde ich sehr praktisch. Gibt es aber nur in der Bezahlversion, ab der Pro-Version. In der Basic-Version gibt es die leider noch nicht. Gut. Dann haben wir es auch geklärt. Jetzt eine Frage von Erwin. Erwin. Hallo Lars. Ich gehe einfach mal von einem Du aus. Ja, Erwin, hallo. Mein Name ist Erwin. Erwin. Deine Beiträge zum Meistertask verfolge ich gerne und interessiert. Doch alle gesehen habe ich sie noch nicht. Es scheint aber, dass es das Richtige für mich ist, um strukturiert in Zukunft zu arbeiten. Jetzt schon mal eine Frage zwischendurch. Meistertask 2.0. Auf der Startseite werden bei den Projekten seitlich nicht mehr die Anzahl der hinterlegten Aufgaben mit einer Ziffer angezeigt. Das war eigentlich ganz hilfreich, um gleich zu erkennen, ob im Projekt auch was drinsteckt. Bei mir ist es so, dass teilweise Projekte stehen bleiben, die befüllt werden, dann anschließend abgearbeitet wurden und auch mal leer bleiben, bis die nächste passende Aufgabe wieder da reinkommt. Kann man da was einstellen? Schönen Gruß, Erwin. Erwin, danke für die Frage. Generell nochmal der Hinweis, wenn ihr hier die Fragen stellt, sagt mir bitte,
mit welcher Version ihr arbeitet, also auf welchen Endgeräten. Das ist super wichtig, weil das, was du gefragt hast, geht auf iOS-Geräten, geht das. Ne? Ich arbeite ja nur noch mit dem iPad seit diesem Jahr und hier sehe ich rechts eine Ziffer neben meinen ganzen Boards, also jedem einzelnen Board, welche Aufgaben da mir gehören. Ich sehe aber immer nur, das ist wichtig, die Aufgaben, die mir zugewiesen sind, die Anzahl. Ne? Also vielleicht, ich weiß nicht, hast du da in dem Moment keine Aufgaben in dem Board, die dir gehören, die dir zugewiesen sind, dann ist die Ziffer natürlich nicht da. Wenn du in dem Board aber eine Aufgabe hast, die dir zugewiesen ist, dann siehst du unter iOS auf jeden Fall rechts eine Zahl mit den dir zugewiesenen Tasks. Gut. Dann die nächste Frage von Jochen. Hallo Lars, aufgrund deiner Empfehlung, danke übrigens für den gut gemachten und informativen Podcast, Gesprächsthema mit Barbara ist super. Teste ich gerade Meistertask. Du hattest in deinem Blog geschrieben, Meistertask sitzt aber in München und Wien und die Server stehen in Frankfurt. Für Unternehmen ist sowas etwa immer ganz praktisch, da die Daten in Deutschland oder wenigstens der EU bleiben. Das recht strenge Bundesdatenschutzgesetz wird also vollständig umgesetzt. Nun wollte ich ein von mir hochgeladenes PDF runterladen und habe dazu rechte Maustaste aktuellen Frame in neuem Tab öffnen geklickt und bekam folgende URL zu sehen. Jetzt kommt eine URL, in der docs.google.com vorkommt. So, ich lese jetzt das ganze Ding mal nicht vor. Hatte ich dich falsch verstanden? Hat Meistertask etwas geändert? Oder stehe ich einfach auf dem Schlauch? Also erstmal ganz kurz, kann ich gucken. Ganz kurz, aber die Frage bezieht sich ja darauf, jetzt steht in der URL ja, dass da Google irgendwo drin steht. Ne? Genau. Also die URL, wie fängt die an? Das ist ja das Wichtige eigentlich. docs.google.com/viewer. Genau, so fängt die URL an, docs.google.com/view. Also, dass Google da drin steht, das stört ihn anscheinend. Ne? Genau. Gut, gehe ich mal ganz kurz durch. Der Google Viewer von Docs ist einfach nur ein Programm, das meistens bei Browsern installiert ist, um PDFs im Browser anzeigen zu können. Wenn du also die PDF in deinem Browser geöffnet hast, benutzt dein Browser halt den Google Docs Viewer. Du wirst ja wahrscheinlich Chrome nutzen als Browser. Dann ist das natürlich als Standard dahinterlegt. Kann aber auch bei jedem anderen sein. Kommt immer drauf an. Kannst du aber bei Tools und Erweiterungen in deinem Browser auch einstellen, welches Programm man dafür benutzen möchte. So, denn danach kommt erst der eigentliche Link, wo dann halt die Datei hinterlegt ist. Und da sieht man dann auch, da ist die auf einem Meistertask-Server. Ja, aber grundsätzlich sollte man wissen, also das, was du uns geschickt hast mit der URL, das ist das Tool, was der Browser öffnet, um die PDF darzustellen. Aber es ist auch so, dass Meistertask ja seit letztem Jahr auf Google-Servern liegt. Das muss einem auch klar sein. Sie liegen in der EU, also auch in Deutschland. Und uns muss klar sein, die nutzen Google-Server. Das ist alles DSGVO-konform, aber die Daten liegen auf Google-Servern. Sie hatten ja wahnsinnig Performance-Probleme. Ne? Es war sehr langsam geworden. Und dann haben sie umgezogen, haben sehr, sehr viele andere Dinge noch geändert, ne? Mit Meistertask 2.0 dann auch. Und dadurch ist es deutlich schneller geworden. Man kann ja jetzt richtig gut damit arbeiten. Und das ist auch unter anderem dieser Serverfarm geschuldet, die sie da jetzt nutzen. Aber es sind Google-Server. Das war's für heute. Ah, okay, super. Ja, Robin, vielen Dank für die Fragen. Ne, hat wieder Spaß gemacht. Schade, dass du das nicht öfters noch machst. Ne? Aber diesen Monat bleibt uns auf jeden Fall noch erhalten. Nächsten Monat GoodNotes. Das wird dann sehr wahrscheinlich dann nichts mehr mit dir. Ne? Das ist schade. Aber ich finde es ganz toll nochmal, dass du hier eingesprungen bist. Ja. Nächste Woche geht es nochmal um Meistertask. Was haben wir da für ein Überthema? So ist als Spoiler. Meistertask im Unternehmen. Also für alle Unternehmer, Selbstständige oder Führungskräfte, die ein Team führen, bestimmt super interessant, oder? Gehe ich auch von aus. Prima. Also ich sage bis nächste Woche. Danke, Robin. Und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss. We'll be right back.